Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch heute eine Box basteln. Und ich habe hier aus der gleichen Box zwei Variationen gemacht. Das sind solche Boxen, die man öffnet. Diese hat ein Magnet. Da kann man hier ordentlich was reinstopfen. Habe ich jetzt aber nicht dekoriert, kann man aber machen. Hier ist halt der Magnet hinter. Und dann habe ich noch mal eine Variation gebastelt, ohne Magnet, sondern hier mit Einstecklasche. Und die basteln wir jetzt noch mal. Und da habe ich nur ein bisschen Deko draufgeklebt. Nicht viel, einfach nur ein bisschen und reicht. Genau, ich möchte nämlich noch ein paar Reste verwerten. Und zwar habe ich ja in letzter Zeit immer viel mit diesem Action-Set gebastelt. Mit diesem. Und ich habe hier noch ein kleines Sammelsurium an Resten. Und ich hoffe, dass dieser Streifen reicht von der Größe. Und hier das Papier. Und dann werde ich daraus nämlich nochmal eine Box basteln. Und dann nehme ich euch einmal mit. Gut, ich werde mir das mal kurz zurechtschneiden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und alles, was ihr dafür braucht, findet ihr unterhalb der Infobox. Und die Maße verrate ich euch gleich. So, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar braucht ihr einmal Cardstock für die Box in den Maßen 28 cm mal 18 und 8 Stücke vom Designerpapier in den Maßen 5,6 mal 5,6. Und zwei von diesen 8 Stücken teilt ihr einfach diagonal. So, und dann fangen wir einfach mal an zu falzen. Könnt ihr bei der kurzen Seite gerne anfangen. Ist auch völlig wurscht, wo ihr anfangt. Ihr falzt in 6er Schritten. Ihr legt das an, falzt bei 6 und bei 12. Und weil das so schön war, dreht ihr euch das einfach um auf die lange Seite und falzt wieder bei 6, 12, 18 und bei 24. Das war schon fast alles mit dem Falzen. Wir brauchen jetzt noch zwei Diagonalen. Vier, sorry. Zwei links, zwei rechts. Zwei rechts, zwei links. Nicht so meine Stärke. So. Und zwar legt ihr euch einmal das Falzbein an. Da ich immer ein bisschen zu faul bin, das extra auf den Tisch zu machen und mir mein Falztool zu nehmen. Einmal kurz gucken. Lege ich mir hier diese Ecke und diese Ecke an. Die Ecke hier oben an der Rille, wo ihr das Falzding durchzieht. Und die andere Ecke müsstet ihr sehen können, wenn ihr hier durch die Mitte guckt. Einfach so anlegen. Dann seht ihr ja hier ungefähr die Mitte. Hier sind ja diese Einkerbungen. Und dann zieht ihr einfach rüber und schon habt ihr genau die Mitte. Mache ich mit der anderen Seite eben auch. Hier darauf achten, dass ihr da dran seid. Mal zurechtlegen. So, hier bin ich jetzt genau in der Mitte. Oben noch nicht. Das ist jetzt viel einfacher. Jetzt habt ihr hier schon die Falz, legt das an und zieht einfach durch. Und genau das gleiche macht ihr auf der gegenüberliegenden Seite. Hier wieder anlegen, hier gucken, dass ihr hier in der Mitte seid. Wenn das passt, zieht ihr einfach durch. Und nochmal. Und dann sind wir nämlich schon mit dem Falzen fertig. Also diese Box geht ja echt super mega schnell. Und ich finde, eine Box braucht man auch nicht so doll verzieren. So, das war's schon. So, wie ihr sehen könnt, es ist echt gut geworden. Jetzt nehmt ihr euch die Schere und dann schneiden wir uns mal ein bisschen was raus, wenn man sie findet. Da. So, ihr legt euch das so hin, dass hier unten die kurze Seite ist. Dann kommt ihr ein freies Feld, dann kommen die beiden diagonal gefalzten und hier oben wieder das große Feld. Ihr falzt hier unten, ihr schneidet hier unten bei der kurzen Seite fangt ihr an zu schneiden und zwar bis zur zweiten Falzlinie einmal durch.
bis hier. Und dann wird das hier eine Klebelasche. Das könnt ihr euch dann anschrägen. Okay, das muss auch nicht gerade sein. Das sieht nämlich nachher kein Mensch. Dann schrägt ihr euch hier die Ecken an. Das gleiche, was ihr hier gemacht habt, macht ihr jetzt daneben auch auf der Seite. Rechts neben der Falz ansetzen. Einfach durch. Irgendwie hänge ich hier mal fest. Tut mir leid. Bis zur Falz. Dann machen wir hier wieder eine Klebelasche. Und dann schrägt ihr euch das direkt an. Dann habt ihr das schon so. Kurzes Stück. Und jetzt kommen die lang. Dann dreht ihr euch das Ganze einmal um. Dann habt ihr hier unten, schneidet ihr auch wieder links von der Falz. Wieder bis zur nächsten Falz. Und macht das Gleiche hier auch. Auch eine Klebelasche. Schrägt euch das hier einmal an. Und das gleiche hier auf dieser Seite auch. Wieder rechts von der Falz ansetzen. Eine Klebeseite. So, und anschrägen. Dann sieht es so bei euch aus. So sieht man die Falzlinien. Gut, und jetzt müssen wir uns das noch hier an den Seiten einschneiden. Ist auch einfach. Ihr schneidet einfach hier die Falzlinie wieder bis zur Falz entlang. Das lasst ihr so. Hier ist ja das, die Falz. Und dann setzt ihr einfach hier nebenan. Da würde ich euch empfehlen, gerade zu schneiden. Weil die Falz sieht man nachher, dieses Stück. Das ist, wenn man das aufklappt, sind das diese Laschen. Das gleiche macht ihr hier auch. Schön gerade ranschneiden. Ihr könnt das auch mit eurem Schneidebrett machen. Und ich schneide mir jetzt hier diese Falz raus. So, dann habt ihr hier die Falz und dann die Klebelasche. Und so könnt ihr das lassen. Und das gleiche macht ihr auf der anderen Seite auch nochmal. Fangt ihr erst in der Mitte an. Dann nehmt ihr euch eine Seite vor, Klebelasche. Und die andere Seite. Dann schneidet ihr euch hier wieder die kleine Falz raus. Gut. Und dann könnt ihr einmal alles nachfalzen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn ihr alles nachgefalzt habt, sieht es ja auch so bei euch aus, bin ich immer dafür, bevor man es zusammenbastelt, bekleben. Wir wollen, also ich möchte jetzt keine keinen Magneten einbauen. Oder doch? Ach komm, scheiß drauf. Wir bauen doch einen Magneten ein. Weil sonst wäre das so, dass man diese Lasche anders beklebt nachher. Ne? Also zum Schluss. Wir bekleben jetzt erstmal alles. Und zwar möchte ich nämlich auch wieder, dass wenn man die Box aufmacht, dass drinnen dass der Boden beklebt ist. Da klebe ich mir einmal was hin. So, das ist ja quasi in. Dann drehe ich mir das Ganze um und beklebe erstmal von außen. Ich werde nicht dieses bekleben, das große Stück. Und die Lasche oben werde ich auch noch nicht bekleben.
weil da kommen ja noch die Magneten dann runter. Ich klebe jetzt nochmal die Dreiecke und dann sehen wir uns gleich wieder. So Mädels, ich habe jetzt alles beklebt und habe einen Fehler gemacht, weil ich habe dieses Stück aufgeklebt, obwohl ich gesagt habe, ich möchte einen Magneten ranbauen. Jetzt mache ich eben keinen Magneten. Normal ist es so, dass jetzt hier, weil die Box nachher so gefaltet wird und dieses hier der Deckel wäre, wie hier, wird der Magnet hier untergeklebt und hier hingeklebt. Also wenn ihr das mit Magneten macht, unter das und dahin und hier dann Designerpapier rauf. Und dann hättet ihr einen Magneten. Dann mache ich jetzt eine Klebelasche mit euch. Dafür ist diese keine... Ich mache mit euch nur eine Lasche zum Zumachen, so wie hier. Die kann aber ruhig ein bisschen länger sein. Die ist mir zu kurz. Ich einfach noch mal eine Schere, schneidet das grob ab und das schräge ich mir nur erstmal ganz leicht an. Denn ab ist ab, aber man kann es nachher halt noch ein bisschen nachschneiden. Gut, dann würde ich sagen, kleben wir uns jetzt erstmal die Box zusammen. Ganz einfach. Ihr macht einfach an die Klebelaschen, Klebe rauf. Und setzt es einmal Kante auf Kante. Ein bisschen festhalten. Ihr könnt natürlich auch ein doppelseitiges Klebeband benutzen. Aber ich nehme gerne immer Flüssigkleber. Jetzt habe ich ein bisschen rumgeschmiert, aber Flüssigkleber kann man immer noch ein bisschen verschieben. Und da das gleich antrocknen soll, werde ich es einmal kurz ein bisschen mit den Wäscheklammern festmachen. Und das gleiche mache ich dann nochmal auf der anderen Seite. Da geht das nicht, wegen... Doch, geht doch. Man kann es doch festmachen. Genau, einfach einkleben. Wieder Kante auf Kante. Hier auch. Und das Papier zieht aber auch eigentlich schnell an. Gut, dann lasse ich das nochmal eben antrocknen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, es ist trocken und nun kann man mal ausprobieren, ob es passt. Und ich würde sagen, es passt. Den richtig coolen Würfel könnt ihr schön was reinmachen. Natürlich ist das jetzt vielleicht durch die Klebelasche, könnt ihr vielleicht nicht so schwere Sachen reinmachen. Ich sag mal Klebelasche, durch diese Einstecklasche. Aber halten tut es trotzdem. Hier ist es ja mit Magnet. Vielleicht kann man da mehrere Sachen reinmachen. Das ist schon ein bisschen stabiler, wenn man dann zieht. Und hier ist die Klebelasche ja nun leider ein bisschen sehr kurz, beziehungsweise an den Seiten zu doll eingeschnitten. Also achtet da bloß drauf. Ja, und das werde ich mir gleich nochmal kurz verzieren. Ich habe hier noch ein Stück Rest von so einem Hintergrund. Ich habe hier so eine Gitterstanze oder so. Die reiße ich mir dann immer zurecht. Das sieht immer aus wie so ein bisschen Meer. Das passt ja auch dazu. Noch so eine Muschel, kann man das dann noch so rauf machen und hier oben dann nachher noch einen kleinen Spruch und dann ist fertig. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir würden sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben, bis bald.